Meine lange Reise über den Atlantik. Von Februar 2012 bis Februar 2013 segelte ich zumeist einhand von der Ostseeinsel Fehmarn durch den Nordostseekanal in die Nordsee, entlang der deutschen, holländischen und belgischen Küste in die Normandie und in die Bretagne. Über die Biskaya nach Spanien, entlang des westeuropäischen Festlandsockels zu den Kanaren, weiter auf die Kapverdischen Inseln und schließlich 21 Tage und nonstop über den Atlantik nach Barbados und Martinique. Insgesamt standen nach meiner Reise knapp 6000 Seemeilen auf der Logge. Dies ist die Geschichte meiner Reise. Dezember 2012. Nach dem Einklarieren beim Hafenmeister geht es zu meinem Liegeplatz in der Marina Las Palmas. Beim Einparken touchiere ich wegen des böigen Seitenwindes meinen Stegnachbarn ganz leicht mit der achteren Gummilippe. Der meint daraufhin, gleich einen riesen Aufstand inklusive Versicherungsfall konstruieren zu müssen, obwohl an seinem Boot keinerlei Schaden entstanden ist. Irgendwann gibt der schwedische Nachbar endlich Ruhe und ich kann mich etwas in der Marina umschauen. Anders als die meisten übrigen Häfen meiner bisherigen Reise befindet sich die weitläufige Marina von Las Palmas in öffentlicher Hand. Die Liegegebühren sind mit gerade einmal 7 Euro pro Tag für mein 10-Meter-Boot sehr, sehr günstig. Kein Wunder also, dass im Hafen neben modernen Yachten auch allerlei Exoten und Dauerlieger aus früheren Zeiten zu bewundern sind. Mein Gott, bin ich ein armes Schwein. Wenn ich mir hier die ganzen Boote angucke, die hier auf der anderen Seite von dem Hafen liegen. Könnte man eine ungefähre Ahnung davon bekommen, wo die ganzen Millionen aus den internationalen Bankenkrisen geblieben sein könnten. Den Rest des Tages nutze ich für ein paar kleinere Einkäufe beim örtlichen Schiffsausrüster und eine runde große Wäsche im Waschsalon. 8 Euro die Maschine. Respekt. Außerdem lasse ich im Krankenhaus meinen Zeh untersuchen. Also es ist tatsächlich so, dass der kleine Zeh zweimal gebrochen ist, also einmal längs und einmal quer. Also so richtig einmal. Und die haben das jetzt nochmal neu geschient, also so mit so einem Tape halt auch zusammengedödelt. Und haben gesagt, ich soll mal 2 Wochen Ruhe halten. Jo. Eigentlich wollte ich ja irgendwie nächste Woche weiterfahren. Muss ich mal in mich gehen und mal überlegen, wie ich das jetzt mache. Gleich am nächsten Morgen verletze ich mich schon wieder. Dieses Mal ist der Finger an der Reihe. Also das ist ein ganzer Hautlappen, der da so weggeklappt ist. Ich habe mir jetzt einfach wieder zugeklappt und naja, wird schon irgendwann gut sein oder abfallen. Weiter geht's mit Ausbesserungsarbeiten an der arg gebeutelten Genua. Auch das Dinghy wird mal wieder aufgeblasen und ich unternehme eine Erkundungstour durch den großen Hafen. Zeit, die Proviantvorräte aufzustocken. Das war echt ganz cool hier. Also man kauft hier ein im Hyper Dino und lässt es dann einfach hier stehen und dann kommen hier so Johnnies, die verpacken das in so Kisten und bringen das zum Hafen. Das Problem ist, dass man nicht weiß, in welche Zeit die das bringen.